Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal. Und heute ist das der erste Deoxys X-Raid in seiner Verteidigungsform. Und da wurden wir eingeladen von der Terrorzicke nach Meiningen zu einer Arena, Mutter und Kind. Im Schlosspark, beim Schloss, irgendwas wie, keine Ahnung. Muss ich mal schauen, auf jeden Fall. Da fahren wir jetzt erstmal hin und gucken mal, wer da so alles da ist. Da kenne ich eh keine Sau, aber vielleicht ändert sich das ja. Mal schauen. Danke auf jeden Fall an Terrorzicke. Die habe ich dafür ja auch für die Brücke eingeladen. Für die Brücke der Technik bei uns in Hiebuhausen. Und würden wir mal sagen, nehmen wir das erste Deoxys mit in der Verteidigungsform und sehen uns gleich beim Raid. Und da sind wir angekommen. Ich habe vorhin vergessen, so zu sagen. Dann ist euch mal aufgefallen, wie oft ich eigentlich so sage. Daraus kann man auch schon ein Trinkspiel machen. Und da vorne ist also die Arena. Wir tippen mal kurz drauf. Bam. Mutter und Kind. Da müssen wir dann also hin. Aber ich will euch hier mal kurz was zeigen, wie es hier nämlich ausschaut. Nochmal zurück. Da. Da gehen wir jetzt mal durch und gucken mal hier. Ach, guck mal da, ne? Guck mal da. Wer kennt das nicht? Auf jeden Fall richtig genial. Aber das hat nichts mit der Arena zu tun. Irgendwie Meiningen, immer noch nette Stadt, sagen wir mal. Und wir laufen jetzt einfach mal weiter und suchen die X-Raid Arena. Und da sitzt auch ein Slimer. Und mal gucken, wie ich das mache mit dem Film, weil die meisten Leute wollen immer nicht gefilmt werden. Aber vielleicht kann ich ja versteckte Kamera spielen. Auf jeden Fall, bis gleich. Und so, da sind wir also angekommen an der Arena. Ihr seht noch 5 Sekunden, dann geht der Raid auf. Und ich denke mal, die werden bei Schlupf direkt reingehen. Hier sieht man auch die Arena hinter mir, Mutter und Kind. Sieht sehr traurig aus, hat nichts an. Aber es ist ja auch Sommer, fast. Und es wird natürlich immer wärmer. Geht ihr dann rein gleich oder wartet ihr noch auf jemanden? Ja, ich laufe einfach mal ein Stück hier rüber. Ich gucke mir das mal an. Die Ochse ist in der Verteidigungsform. Und wir drehen auch mal die Arena Mutter und Kind hier beim Schloss. Sieht wunderbar aus. Und wir joinen mal die Lobby. Schauen mal rein. Haben mir da extra eben noch ein Despotat-Team zusammengestellt. Terrorzicke in der Lobby, die mich eingeladen hat. Da drüben steht sie. Grüße gehen raus, wenn sie das sieht. Ich guck mal rüber, hab mir extra hier Desposter, ne? Grüße gehen auch raus an den. Nee, an den nicht. Der kriegt keine Grüße. Aber der Rest. So. Eigentlich hätte ich auch Gengar nehmen können oder so, aber wir probieren es einfach mal mit Despotar und hauen einfach drauf, gucken, was passiert. Hinten eine Traube, ne? Seht ihr das? Erkennt man hoffentlich niemanden, dann muss ich auch niemanden verpixeln oder unkenntlich machen. Und da drüben seht ihr das Schloss, das können wir ja auch mal kurz filmen. Das packe ich jetzt mal hier kurz weg, dass ihr das mal seht, wie schön sie aussieht. Noch 30 Sekunden. So, da kennen wir dich jetzt auch mal. Live und in Farbe. Ja. 19 Leute. Naja, einer darf noch. Und da geht's los. Wir gucken mal, wie lange das braucht. Ihr wisst ja alle, die Angriffsform konnte man mit einem Spieler natürlich niederringen. Das war immer cool, mal spontan zwischendurch was mitnehmen. 19 waren wir eben noch in der Lobby, jetzt hat 17 angezeigt, jetzt wieder 19, gut. Sehr effektiv auf jeden Fall, Despotar, und da knüppeln wir drauf. Das sieht wenigstens anders aus als das andere, weil die normale Form und die Angriffsform, die sahen ja trotzdem relativ gleich aus. Das hat wenigstens einen runden Kopf, dicke Arme, dicke Beine. Ist auf jeden Fall auffällig. Einfach mal draufgehauen. Zum Fangen können wir uns da drüben abstellen.
denke ich mal. Ich kann ja schon mal rüberlaufen, ganz unauffällig. So. Tu. Erstmal die Grube da stehen lassen. Ja, das sieht doch gut aus. Ich denke mal so 100 Sekunden gebraucht mit 19 Leuten. Schnell mach's kaputt. Immer bis Knirscher draufgehauen mit Unlicht. Nächste Woche ist auch schon der nächste dann an der Brücke der Technik. Da sind wir dann wieder in Hildburghausen unterwegs. Da werde ich dann auch mal Gänger mit reinnehmen und mal gucken, was da so geht. Habe ich gehört, der Marco hat ja auch eine Einladung, aber der ist verhindert, dass wir den auch irgendwie noch mit unterbringen. Aber das werden wir schon hinkriegen, dass der auch zu seinem Dioxis kommt. Obwohl, das ist ja jetzt bestimmt wieder ein Vierteljahr da. Da hat bestimmt jeder die Chance. 187, da war es wieder, die Zahl, die einen verfolgt. Aber gut, das war's auch schon. Du hast gewonnen, Freundschaftslevel erhöht. 5 goldene Bären, 1 Sofort-TM, 9 Hypertränke, 3 Beleber, 1000 Sternstaub und natürlich 10.000 Erfahrungspunkte. Und Gelb am schwächsten, Gelb das schlechteste Team, deswegen auch nur 12 Bälle. Aber mal schauen, das werden wir schon hinkriegen. Die anderen gingen eigentlich immer relativ gut fangen. 12,83. Wir nehmen trotzdem mal eine goldene Beere, weil wir wissen ja noch nicht, ob das gut drin bleibt. Ja, aber ihr seht schon, der Kreis ist orange. Und auch noch drüber geworfen. So. Gleich einen hinterher. Na. Der erste ist schon fertig und geht einfach. Das ist ja krass. Wahrscheinlich erster Ball gleich drin. Ah, schon wieder zu hoch geworfen. Ja. Trotzdem drin geblieben. Einfach nur Curveball und das reicht. Kein großartig, kein einfach fabelhaft, einfach gar nichts. 12,83 und wir gucken mal, kann es mit allen aufnehmen. KP-Wert beste, auch Angriff ist klasse. Werte sind wirklich hoch. Das können wir ja mal bewerten und dann mal hier anzeigen, was das war. Für den ersten kann man lassen, wenigstens bester Satz. Aber da geht noch einiges, obwohl damit macht man ja trotzdem nichts. Aber für PvP soll das eigentlich ganz gut sein. So, habt ihr auch schon einen Dioxis Raid gehabt heute? Habt ihr schon die Verteidigungsform bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare natürlich. Und nochmal danke an Terrorzicke für die Einladung. Und dann sehen wir uns sicherlich beim nächsten X-Raid, wo ich sie eingeladen habe, an der Brücke. Ich werde nochmal darüber wuseln und mir das Treiben angucken. Aber das war's von diesem Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Jetzt muss ich mich trotzdem noch mal kurz zurückmelden. War eh ein bisschen eingeschüchtert beim Raid, weil das viele Fremde waren. Und naja, ich wollte niemanden belästigen. Man weiß ja immer nicht, wer will gefilmt werden, wer nicht. Wer fühlt sich komisch, wenn da irgendwo ein Spinner mit einer Kamera rumrennt. Ich habe gesagt, ich blende den Screen ein mit der Bewertung dann von dem Dioxis. Aber da steht immer beim Bewerten noch Angriffsform. Und das hat höchstens also 40-60%, was ja nicht sein kann, da es den besten Satz hat. Vielleicht muss ich mal ein Update machen bei Kalzi oder so. Die Terrorzicke hat auf jeden Fall ein richtig gutes gehabt. Irgendwas mit über 12,90, hatte glaube ich 98%, also so kann man das natürlich machen. Erster Raid und gleich ein 98er. Deshalb nochmal Glückwunsch und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir einen Strafzettel am Auto haben. Ich bin nämlich einfach nach dem Navi gefahren. Und da waren 100 Parkplätze links und so eine kleine dünne Gasse. Und ich bin einfach dann die dünne Gasse weitergefahren, weil das Navi gesagt hat, ich soll da lang. Und dann ging es nicht mehr weiter. Und da habe ich mich da einfach mitten auf die grüne Wiese gestellt. Und ob das so schlau war, jetzt sind wir auf jeden Fall zurück. Denn hier direkt um die Ecke, was hier so gut aussah, was ich vorhin gefilmt habe, ist die Stadtverwaltung. Und wer ist denn schon so bescheuert und parkt falsch direkt bei der Stadtverwaltung, wo man an der Quelle sitzt, um einen Strafzettel zu kriegen? Aber wir gucken mal hin. Wenn wir Glück haben, haben wir nämlich nichts.
denn die anderen haben einen bekommen. Hey, nichts, wie man sieht. So muss man es machen. Parkt immer auf der grünen Wiese. Und hier ist der Parkplatz gewesen, aber ich bin ja rasselig. Habe ich vorhin dort durchgequetscht. Ist gut, wenn man ein kleines Auto hat. Und jetzt stehe ich einfach hier mitten am Schloss. Ja, also bei der Stadtverwaltung, mitten in der Pampa. Aber das reicht. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, der kriminelle Ramses. Peace out, Vorhaut!